Braucht es zum Überleben in der Natur wirklich Feuer und Messer? Und ist das Ganze nicht übertrieben, dass wir immer über diese Ausrüstungsgegenstände sprechen? Der Robert aus München hat mir dazu eine böse E-Mail geschickt. Und wenn du auch eine kontroverse Meinung zum Thema Feuerstahl und Feuerzeug und Messer hast im Zusammenhang mit Überleben in der Natur, dann bleib dran. Hallo und willkommen, das ist der Reini Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Dieses Mal geht es nicht um eine ganz klare Produktpräsentation, wo ich dir irgendwas zeigen will, sondern ich will ein bisschen mit dir philosophieren und gemeinsam mit dem Robert. Der Robert aus München schreibt mir: Hallo Reini, deine Videos sind toll und lassen wir das, weil sonst wird es zu lange. Es gibt einen riesengroßen Kritikpunkt. Du und viele andere YouTuber und Survival-Experten in Anführungszeichen, und da hast du auch recht, ja, das sehe ich auch so. Und damit meine ich nicht die anderen, sondern ich meine mich, das passt ganz gut. kommen immer mit Feuerstählen und mit Feuermachttechniken und anderen Ausrüstungsgegenständen, aber meiner Meinung nach ist das nicht die oberste Priorität. Die oberste Priorität ist meiner Meinung nach gute Kleidung und ein Erste-Hilfe-Set. Und ich verstehe nicht, warum auch du, also ich Reini, in dieselbe Kerbe wie viele andere, die keine Ahnung haben, blablabla, auf YouTube schlägst. So. Danke, Robert. Und ja und nein. Ja und nein. So. Survival. Survival ist Überleben oder ist das Leben grundsätzlich. Das heißt, ich muss mal ganz einfach mal überlegen, was kann mich da heraus umbringen? Das ist die allererste Frage, die du dir stellen musst. Was kann mich da umbringen? Und jetzt kannst du sagen, nix. Gut, dann schalt das Video an der Stelle ab und schau irgendwas anderes. Wenn du sagst, hey, da könnte es doch was geben in der Natur, was mich umbringen kann und auf das ich mich vorbereiten will, aus welchem Grund auch immer, dann bleib dran, weil es gibt hier heraus auch in unserer mitteleuropäischen Natur Gefahren, die dich mehr oder weniger schnell umbringen können. Ist so. Und ich gebe dem Robert recht. Und ich glaube, wenn du vielleicht jetzt auch zuschaust, ich vermutmaße jetzt, du meinst damit, dass warme Kleidung wichtig ist, weil Kälte ein Killer ist. Und da gebe ich dir 100.000%ig recht. Wenn es kalt ist, nicht so wie jetzt hier, ich habe jetzt hier 16 Grad, das ist zwar auch schon, wenn ich mich da hersetzen muss, auf Dauer unangenehm, aber das ist nichts, was mich gleich umbringt. Aber wenn wir bei 5 Grad Außentemperatur sind, dann wird es sehr, sehr knackig. Ich habe jetzt gerade das Überlebenstraining Survival Extrem hinter mir. Da sind wir 3 Tage, jetzt Ende Oktober und dann noch einmal Anfang November, nur jeder mit einem Messer. Sonst nichts, kein Schlafsack, keine Rettungsdecke, kein Wasserflaschen, kein, noch einmal, nur mit dem Messer. Auch kein Feuerstahl, also okay. Und versuchen dort draußen durchzukommen. Und da kommen dann immer wieder so schlaue Kommentare, und das bleibt ja auch jedem frei, darfst mich auch kritisieren, das ist mir auch wurscht. Nur ich sehe es halt anders. So locker vom Hocker, wie man glaubt, na, da setze ich mich einfach dahin und dann werde ich alles checken und super, das kann ich machen, wenn Sonnenschein ist und es nicht nass ist, dann kann ich das tun. Wenn es aber windig ist, wenn es regnet, wenn es unangenehm wird, dann hast du einen Windchill und du hast einen Wetchill und du wirst relativ rasch am sein. Du weißt, was ich sagen wollte, ich sag's nicht. Also du wirst Probleme bekommen. Das heißt nicht, dass du tot bist, aber du bist vielleicht handlungsunfähig. Und 2 Nächte, ich blende da Bilder ein, wie wir das gemacht haben. Also ohne dem Feuer wäre es wirklich ganz unangenehm gewesen, wenn du keinen Schlafsack, keine Rettungsdecke, nichts mit hast. Daher gebe ich dem Robert recht, dass wir gute Kleidung mitnehmen sollen, dass das unsere First und Last Line of Defense ist. Das gehört ganz einfach dazu. Ich habe das auch einmal in einem Video auf meinem Reini Rossmann Kanal, gebe da den Link zu dem Video da, was wirklich in ein Bug-Out-Bag, in ein Fluchtgepäck gehört. Nicht der ganze Schmorn, der da teilweise, aus meiner Sicht zumindest ein Schmorn, der da fabriziert wird, sondern etwas, was wirklich, wahrlich in der Vergangenheit auch geholfen hat. Schau dir das an und da rede ich über warme Kleidung. Daher, Robert, da gebe ich dir recht. Aber ich muss schon etwas dazu sagen, dass wir Survivalisten ganz narrisch auf Feuerstähle und auf Feuerzeuge, das hat einen ganz einfachen Grund. Robert, wenn du aus München hier zu mir herkommen würdest, nach Niederösterreich, und wir gehen da in den Wald und sagen, wir machen ein Survival-Extremtraining nur mit dem Messer. Ich sage auch, warum dann Messer, und das war ja auch deine Frage. Und es ist kalt, wie gesagt, nicht im Sommer, wo alles pipifein ist, wo man mit der Badehose draußen herumhüpfen kann und sagt, da, das schöne Wetter, sondern wenn es kalt ist, wenn es windig ist, wenn es nass ist, dann sage ich zu dir, wunderbar, wir bleiben jetzt da hier raus und du, mach schnell ein Feuer für mich und für dich auch, es wird bald kalt werden. Und ja, es ist jetzt 1 Uhr, sehr schön, wunderbar, um 5 geht die Sonne unter, bis dann.
wenn du trainiert hast, wenn du wirklich trainiert hast und wenn du das kannst, dann wirst du mir vielleicht ein Feuer bohren hier mit. Du hast hier Fichten, du kannst die Fichtenwurzeln als Schnur verwenden oder deinen Schnürsenkel, also dein Schuhband kannst verwenden. Da weiter hinten, da stehen ein paar Ulmen, das heißt, du könntest den Bast abziehen und super, wunderbar und bipapo. Und du hast auch dein Messer mit, damit du das bauen kannst und du hast geübt, dann machst du mir vielleicht dieses Feuer. Wenn es sehr windig ist und sehr nass ist und feucht ist, dann wird es schwieriger, aber okay. Und damit ich das abkürzen kann, weil ich habe auch ein bisschen geübt, also das mit dem Feuerbohren, so einmal in meinem Leben. Und daher kann ich dir aus Erfahrung sagen, das hier ist einfach genial. Weißt du, da macht man, jetzt ist halt ein bisschen Wind, aber ja, da habe ich zumindest einen Funken oder irgendwas, da kann ich mal was tun. Oder ich bin ganz cool, ja, ich bin ganz cool und habe mein Feuerzeug in irgendeiner Schutzhülle drinnen, damit es, wenn es nass wird, noch funktioniert. Oder ich habe drei Feuerzeuge mit, wenn eines aus ist. Oder ich kann an Funken machen. Und wenn du dann das mit hast, in diesem Fall, dann ist es cool. Jetzt kannst du mir sagen, Reini, ich brauche ja gar kein Feuer, weil ich mache kein Survival-Extremtraining. Ich bin ja nicht so bescheuert und gebe dir noch Geld dafür. Total okay. Aber ich stelle eine andere Frage. Warum nimmst du warme Kleidung mit, wenn Kälte kein Problem ist? Naja, du wirst wahrscheinlich sagen, ich führe jetzt ein fiktives Gespräch, du wirst sagen, ich gehe einfach aus dieser Natur da raus. Man, wer sagt, dass ich da bleiben muss? Ich gehe einfach da in die Richtung darüber und dann finde ich irgendwas und dann wird das schon passen. Und das kann in Mitteleuropa gut funktionieren, muss es aber nicht. Wenn du eine Feuerquelle mit hast, dann hast du nämlich die Wahl. Du kannst sagen, ich kann da bleiben, ich kann aber auch rausgehen. Nur weil ich ein Feuerzeug mit habe, heißt das noch lang nicht, dass ich im Wald sitzen bleiben muss. Aber wenn ich müsste, dann könnte ich, ja, weil es warm ist. Okay? Dann kann ich mir ein Langfeuer machen. Ich blende da Bilder dazu ein. Und da kannst du es dir gemütlich machen. Die Teilnehmer, die bei diesem Training waren, haben mir als Feedback gegeben, es war so heiß, sie haben die Jacke ausziehen müssen, weil wir alles eingeheizt haben, wie verrückt, weil es so schön warm war. Und ich habe mir die zweite Nacht alleine gegeben und habe ohne Schlafsack draußen geschlafen. Dann bin ich eingenickt, dann bin ich wieder munter worden, dann war mein Feuer aus, dann habe ich wieder herumgebastelt und habe wieder von neu das Feuer angezündet und dann bin ich wieder eingeschlafen und so ist das die ganze Nacht gegangen, ja. Aber ohne Feuer wäre ich dort gesessen. Und wenn du es nicht glaubst, dann probier es einfach einmal selber aus. Noch einmal, jede Ausrüstung, die du mit hast, gibt dir Handlungsspielraum. Weißt, es geht immer alles irgendwie vielleicht, möglicherweise. Und im Kopf können wir alles durchspielen, aber umso mehr Ausrüstungsgegenstände du mit hast, und damit meine ich etwas, ich meine ernsthaft jetzt. Ich meine, Entschuldigung, das ist... Also wenn das schwer ist, dass ich mir ein Feuerzeug oder ein zweites oder so einen Feuerstall mitnehme, ich rede nicht von meinem XXXL-Feuerstall, von dem rede ich gar nicht, ich rede von sowas da. Wenn das zu schwer ist zum Mitnehmen, dann bleibt bitte daheim. Ernsthaft, dann bleibt bitte daheim, lasst es gut sein, geht's in den Park. Oder ins Naturhistorische Museum oder bleibt beim Fernseher, wenn das schwer ist zu mitnehmen. Also, das gehört einfach mit dazu, okay? So, das ist mein Senf dazu. Das heißt nicht, dass warme Kleidung nicht dazu gehört. Überhaupt nicht, gar nicht, ganz im Gegenteil. Ich finde das gut, die Kombination. Aber das kann ich mir in meine warme, gute Kleidung einfach mit einstecken und dann bin ich dabei und alles ist gut. So, Nummer 2, das Messer. Ich weiß und... Ich will mich das selber auch nicht ausnehmen. Ich habe ein bisschen einen Messertick. Ja, ich gebe es ja zu, ich gebe es zu. Aber nur aus Berufsgründen. Ich würde das niemals privat aus Vergnügen tun. Und ein Messer macht einen Menschen, egal ob Mann oder Frau, handlungsfähiger. Und es wohnen hier ein paar Rehe, es wohnen Eulen da, es wohnen ein paar Wildschweine weiter hinten. Und die haben auch ihre Werkzeuge mit, ja? Die haben auch ihre Möglichkeiten, etwas zu tun. Aber die sind an diesen Lebensraum hier gut angepasst. Die Wildschweine können gut beißen, die Eule hat ihre Krallen, also Greifer muss man ja richtig dazu sagen. Also, und die brauchen, so wie sie angepasst sind an diesen Lebensraum hier, die brauchen kein Feuerzeug. Ist ihr Glück, ist wirklich ihr Glück, ich finde das super. Sie brauchen auch keinen Feuerbogen oder Feuerbohrer. Die brauchen kein Quant, das wächst ihnen ganz einfach. Ich weiß nicht, wie die das machen, aber die brauchen das nicht. Aber du bist ein Mensch, ich bin ein Mensch und mir wachsen die Haare irgendwie nicht mehr. Vielleicht ist das bei dir besser, aber an Pelz wirst du auch nicht haben. Das heißt, wir Menschen brauchen die Ausrüstung. Da habe ich auch einmal ein Video dazu gemacht, da oben. Ja? Gebe da den Link dazu, ich glaube sogar an der Stelle. Ausrüstung gehört dazu. Das heißt nicht, dass man
nicht Skills und Wissen und Fähigkeiten und Fertigkeiten trainieren soll. Das heißt es nicht. Aber es heißt, dass es einen Unterschied macht, ob du ein Wildschwein bist, eine Eule oder der Maxi Huber Robert aus München. Und ich danke dir trotzdem für den Mail. Ich will ja nicht fertig machen, aber einfach als Überlegung. Daher, ein Messer gehört einfach dazu. Man kann es übertreiben und vielleicht tue ich das auch und viele andere auch. Aber ein Messer gehört einfach dazu und sie muss nicht die Machete sein, ja? Die ist das Zweihändschwert mit Victorinox kleines Schweizer Messer oder Opinel, das reicht. Und wenn du das nicht tragen kannst, bleib daheim. Okay, ein Messer gehört mit dazu. So. Und deinen letzten Kritikpunkt, und ich finde das richtig, Erste-Hilfe-Packerl. Und ich sage es in meinen Videos immer und immer und immer und immer und immer wieder. Und geh auf meine Homepage und schau dir das ganz einfach an, weil ich habe einen Erste-Hilfe-Kurs, Auto-Erste-Hilfe-Kurs. Den werden wir wieder neu auflegen nächstes Jahr. Und da schreibe ich, und in dem Video, das in der Videobeschreibung dazu ist, sage ich, dass das der wichtigste Kurs von allen, die ich habe, ist. Weil das die wahren Survival-Situationen sind. Und der Robert, da gebe ich dir voll recht. Das ist es. Wenn du draußen bist mit jemandem, der dir wichtig ist, und das ist ja meistens so, und wenn es jetzt gar nicht, weil du sagst, ja, dann bin ich halt tot, ja, du. Aber vielleicht ist das jemand, der dir wichtig ist, der dir am Herzen liegt. Und du hast nichts mit, um da zu helfen, und auch kein Wissen. Weil da ist die Ausrüstung allein natürlich auch gut, aber du brauchst auch, wie man damit umgeht. Wenn du das nicht hast und diese Person Schaden nimmt, dann ist das ein wirkliches Problem. Und die Wahrscheinlichkeit ist höher, als dass du die verirrst und nicht mehr zurückgehen kannst. Daher, Robert, da hast du voll und ganz recht. Und ich bin auch einer der Verfechter, dass das hier ein fixes Bestandteil von jedem Survival-Kit sein, weil auch das so ein... Ich habe jetzt zum Beispiel die Urel-Bandage, habe ich auch schon ein paar Mal vorgestellt, mit dem Pflaster und mit dem Druckverband, dass man Blutungen hat. Da kann man noch ein paar andere Dinge mitnehmen, aber egal, vielleicht machen wir das mal an einer anderen Stelle, wo ich mein Erste-Hilfe-Kit nochmal herzeige. Das ist der Punkt, genau darum geht's. Und ich danke dir für deine E-Mail. Ich danke dir für deine E-Mail, weil ich mag kontroverse Diskussionen, weil du hast es auch sehr sachlich und nett und cool geschrieben und nicht einfach nur deppert, ja, ja. Daher, voll super. Und ich habe mir gedacht, da machen wir gleich ein Video dazu. Ich mag dir um einen Kommentar bitten, jeden, wie siehst du das, sagst du rein, das, was du sagst, ist Müll, schreib mir einen Kommentar. Sagst du, das findest du cool, schreib mir einen Kommentar, und schreib mir einen Kommentar, wie du das siehst. Danke, Daumen nach oben oder nach unten, aber wenn es das erste Mal hier bist, ein paar andere Videos zum Anschauen, dazu mein Reini Rossmann Survival Philosophie Kanal. Ich freue mich, dass du dabei warst, dein Reini Rossmann, bis bald, ciao.